Ich bin WBS-Trainer und ich habe die Aufgabe, Software zu unterrichten im Hochbaubereich. Die Beweggründe, weshalb sich die Teilnehmer oder die Teilnehmenden zu diesem Kurs entschieden haben, sind oftmals halt eben sehr unterschiedlich. Es kann unter anderem sein, eine Veränderung im Leben, die sie dazu bringt, ihren Beruf nicht mehr ausüben zu können, sodass sie halt eben wechseln müssen. Ganz speziell ein Teilnehmer ist mir da aufgefallen, der schon ein sehr bewegtes Arbeitsleben mitgebracht hatte. Er war Dachdecker, hatte sich darauf spezialisiert, Rät zu decken, war also schon sehr, sehr weit fortgeschritten in seiner Arbeit und ist leider dann aus einem Zufall heraus dann abgestürzt. Und er konnte allerdings jetzt seinen Beruf nicht mehr so ausüben, wie er es eigentlich gewünscht hatte. Dementsprechend saß er jetzt da in meinem Kurs und kam sozusagen mit null Vorwissen der neuen Medien und hatte davon berichtet, dass ihnen das jetzt alles hier neu vorkommt. Man ist in so einer Blase dann, wenn man sehr lange einen Job macht und wenn die plötzlich platzt, dann steht man da erstmal und denkt so, es hat sich ja alles ganz schön verändert da draußen. Das Leben ist so vielständig und ist so viel Veränderung unterworfen, dass du natürlich auch lernen musst, auch dich verändern zu wollen und zu können. Also nur wenn man sich selber ändert, kann man auch was anderes verändern. Für seine eigenen persönlichen Ziele, die man sich steckt, braucht man auch ab und zu mal ein kleines bisschen Mut, um sie dann auch anzupacken, wenn man Veränderungen dann auch umsetzen möchte.